Namaste, ich bin Susma, wieder für Sie da. Und heute koche ich für euch Alu Gobi. Das ist indische Blumenkohl mit Kartoffel. Und das ist ein vegetarisches und auch vegan Gericht. Das kann jeder zu Hause leicht kochen. Lass uns loslegen. Ich mache das Herd an in Höchsttemperatur. Ich habe in den Topf 1 Liter Wasser schon rein und da gebe ich 1 Teelöffel Salz dazu. Und decke ich das zu und lasse ich das richtig aufkochen. Jetzt ist das Wasser blubbert, schon kocht und dann gebe ich die ganze Blumenkohl rein. Ein bisschen umrühren und jetzt kommen noch den Kartoffel auch dazu. Und zugedeckt 2 bis 3 Minuten aufkochen und dann gieße ich das Wasser raus und tue ich Blumenkohl und Kartoffel aussortieren und Herd an. Dann nehme ich so ca. 2 Esslöffel Öl. Ich mache jetzt Temperatur ein bisschen niedriger und danach tue ich den Blumenkohl rein. Sonst spritzt das Wasser, weil das Blumenkohl noch nass ist. Und jetzt gebe ich den Blumenkohl rein und lasse ich, bis das so bräunlich wird. Das lasse ich ein bisschen anbraten. Kurz umrühren und dann decke ich die zu. Jetzt sieht man, dass es bräunlich geworden ist, ne? So goldbraun. Und jetzt tue ich das ganze Blumenkohl raus und Herd wieder aus. Blumenkohl raus. Aber muss man schauen, dass der Öl noch da bleibt. Nur dem versuchen, das ganze Blumenkohl nur rauszutun. Und bleibt nur das Öl in der Pfanne. Diese Öl verwenden wir weiter. Kann man das hier ein bisschen hochschalten und nehme ich den 1 Teelöffel Kreuzkümmel. Kommen 2 Stück Zimtstangen. Das ist indische Laubbeerblatt, auch 2 Stück habe ich genommen. 1 Teelöffel Ingwer-Knoblauchpasta und schon ein bisschen umrühren. Das wird auch langsam braun. Ich habe den Herd immer noch niedrig geschalten, sonst brennt es.
sieht man, dass es schön braun geworden ist. Und jetzt kommen die klein geschnittene Zwiebel dazu. Die lasse ich auch 5 Minuten kochen, dass es auch so goldbraun wird. Da kommen noch so halbe Teelöffel Kurkuma. Jetzt decke ich zu. Schau mal, das habe ich 4 Minuten ungefähr gekocht und ist auch so braun. Jetzt kann man noch diese Gewürzmischung, das ist Garam Masala, das ist verschiedene Gewürze, zusammen gemischt. Das kannst du auch in indische Läden kaufen, sagen sie Garam Masala, da ist es alles dabei. Und ich habe 2 geschnittene Chili reingetan. Chili ist Option. Sie können nehmen oder wenn Sie sagen, nein, ich will lieber ohne Chili, können Sie auch weglassen. Also ich mache scharf, deswegen nehme ich 2 Chili und auch später tue ich vielleicht noch ein bisschen Pulver-Chili noch dazu, falls ich noch mehr Schärfe brauche. Aber ihr könnt selber entscheiden. Dann kommen 2 geschnittene Tomaten dazu. Salz nach Geschmack. Ich habe knapp einen Teelöffel genommen, aber wie gesagt, das ist nach Geschmack, also wie viel Sie möchten. Jetzt ist beide. Ja, mit Tomaten habe ich auch noch mal 5 Minuten gekocht. Und jetzt klebt, das sieht man Öl und da tue ich noch so ungefähr 100 ml Wasser. Lasse ich nochmal ein paar Minuten kochen, bis das Wasser so ein bisschen getrocknet und schon gekocht ist. Jetzt decke ich es zu und lasse ich auch das kochen. Jetzt sieht man, dass es schon gekocht ist. Jetzt kommen dann Kartoffeln dazu. Lasse ich auch noch mal schön gut umrühren und noch richtig kochen. Gebe ich noch 50 ml Wasser dazu. Und habe ich gut umgerührt. Jetzt sieht man, das habe ich ein paar Minuten kochen lassen und jetzt kommt am Ende das unsere Blumenkohl, die ich schon vorher angebraten haben. Das kommt noch dazu. Sehr gut umrühren. So habe ich überall so richtig gut umgerührt. Und jetzt gebe ich eine große Teelöffel oder 2 große Teelöffel so ungefähr Boxhornkleeblätter, getrocknete, tue ich da noch. Und dann kommt noch Koriander. Ich liebe Koriander, deswegen tue ich auch große 2 Löffel. Mit Koriander und so alles zusammen richtig umrühren und dann tue ich noch ein paar, habe ich grüne Erbsen reingetan,
Das ist Option, wie sagt man in Deutsch, Augen ist mit, deswegen nur zum gut aussehen, einfach zum Verziehen habe ich ein paar grüne Erbsen noch reingegeben. Das können Sie machen, muss es nicht. Und jetzt decke ich zu. Jetzt sieht gut aus, es ist schon richtig durch. Kartoffel ist auch durch. Tja, super gut. Überall ist die Bötze. Gut gerührt. Und jetzt ist unsere Alugobi fertig. Dann tue ich in eine Schälchen. Das ist jetzt bereit zum Servieren. Jetzt ist unsere indische Alugobi ist fertig. Das ist rein vegetarisch und vegan kannst du auch. Da ist keine Mehl, keine Milchprodukte, gar nichts. Das können Sie auch mit Chapati oder mit Reis oder sogar auch mit Brot können Sie essen. Wenn das euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und klick auf Abonnieren und lasst es schmecken. Eure Essenvorschläge könnt ihr auch in unsere Kommentare hinterlassen. Viel Spaß beim Nachkochen. Guten Appetit.